Neben Jeans und T-Shirts sind wahrscheinlich Jeans und Pulli die meistgetragenste Kombination, gerade jetzt im Winter. Und das kann sehr schnell langweilig werden. Ich habe dir 7 Hacks mitgebracht, wie du schnell und einfach deine Winteroutfits so ein bisschen aufpeppen kannst mit ein paar kleinen Handgriffen. Und für alle, die mich noch nicht kennen, hi, ich bin Luisa und wir sind inzwischen schon über 12.000 Modebegeisterte in meinem Pullover-Squad und ich danke euch so sehr dafür. Es macht so viel Spaß, mit euch zusammen die Regeln hinter Mode aufzudecken und auch zu entdecken, was euch vor allem besonders gut steht, und das macht mir mega Spaß. Und genau deshalb schauen wir uns heute auch unsere Winteroutfits an. Starten wir mit Hack 1. Das aller einfachste, was du mit jedem Oberteil machen kannst und natürlich auch mit deinen Pullis, ist das Tacken, also das Reinstecken. Und ich habe euch hier mal beispielhaft ein paar Varianten eingeblendet, die ihr mal ausprobieren könnt. Also haltet das Video gerne an, spult nochmal zurück, probiert es aus und schaut, was zu eurem Style und eurer Figur besonders gut passt. Ich bin ein Riesenfan davon, einfach ganz locker was vorne in der Mitte reinzutacken, weil dann einfach auch die Beine länger aussehen. Aber für andere funktioniert es zum Beispiel besser, was an der Seite reinzustecken. Dann kann man das Bäuchchen noch so ein bisschen kaschieren. Das kommt ganz drauf an, wie du dich und deine Figur eben auch betonen möchtest. Hack Nummer 2 und 3 beschäftigen sich vor allen Dingen mit unserem Hals. Denn Hack Nummer 2, und eigentlich ist es kein Hack, sondern eigentlich ist es einfach nur so ein kleiner Tipp, der euch vielleicht auch schon bewusst ist, und zwar, sobald ihr einfach Schmuck tragt, es können Armreife sein, es können Ohrringe sein, so wie bei mir hier, oder auch Ketten, es wertet das Outfit immer so ein kleines bisschen auf, wenn es nicht zu viel ist natürlich. Ihr solltet euch nicht von oben bis unten behängen wie ein Weihnachtsbaum. Aber so eine kleine Kette kann manchmal schon so, so viel für euch tun, dass das Outfit gleich so aussieht, als hättet ihr euch eben Gedanken gemacht. Das wirkt einfach nicht so angezogen und losgerannt, sondern es wirkt wirklich wie ein zusammengestelltes Outfit. Hack Nummer 3 auch für den Hals ist natürlich der Schal. Ich trage zum Beispiel super, super häufig so große Maxi-Schals, weil mir zum Beispiel nicht an den Armen oder irgendwie kalt ist, sondern zum Beispiel im Nacken. Und dann habe ich gerne diese großen, kuscheligen Schals. Und natürlich kann man die auch super interessant binden. Ihr könnt aus einem ganz normalen langen Schal, wenn ihr den zusammenknotet, schnell einen Loop-Schal gestalten oder euren Schal auch auf unterschiedliche Arten und Weisen binden. Dazu gibt es so, so viel im Internet und auf Pinterest. Da könnt ihr so richtige Anleitungsbilder euch anschauen und euch raussuchen, was euch gefällt. Wenn ihr mehr zu diesem ganzen Schalthema hören wollt, ich habe vor 1-2 Jahren schon mal ein Video zu Schals gemacht. Da dreht es sich nur darum, was es alles für Schals gibt, wie man die stylen kann. Und vielleicht findest du auch die ein oder andere Inspiration da. Ich lasse euch den Link unten in der Infobox. Apropos Schmuck, dem einen oder anderen ist vielleicht schon aufgefallen, ich habe meine Brille gewechselt. Ich habe jetzt eine neue. Es ist heute der erste Tag, an dem ich sie wirklich den kompletten Tag schon trage. Und ich bin wie immer natürlich sehr, sehr gespannt auf eure Meinungen. Also schreibt mir fleißig in die Kommentare, wie ihr das findet, ob ihr mich immer noch lieb habt mit der neuen Brille. Hack Nummer 4 und 5 beschäftigt sich damit, was ihr drunter tragt. Grob gesagt, es geht ums Layering. Hack Nummer 4 beschäftigt sich vor allem damit, wenn ihr tiefe Ausschnitte tragt bei Pullovern oder One-Shoulder-Pullover, was dann rausguckt. Und da hatte ich euch ja schon mal, wo Corona losging, habe ich so ein Wohlfühl-Styles für zu Hause-Video gemacht, wo es darum ging, dass man sich auch zu Hause wohl und schön fühlen sollte. Und da war eben auch genauso ein Beispiel dabei, wie man das trägt mit einem Spitzentop und einem flauschigen, gemütlichen Pullover drunter. Oder zum Beispiel kann man auch Bralettes tragen. Gerade für zu Hause sind die sehr, sehr bequem, können aber eben auch mit Spitze und Co. sehr, 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 sehr schön sein. Und manchmal reicht es ja auch einfach schon, dass du weißt, was du runterträgst und dich darin schön fühlst, damit du einfach das auch nach außen ausstrahlst. Das Video mit den Wohlfühl-Styles habe ich euch am Ende des Videos dann eingeblendet, dann könnt ihr dort draufklicken und direkt weiterschauen. Oder ich habe euch auch den Link dazu und zu meinem Bralette-Video unten in die Videobeschreibung getan, dann wisst ihr genau, worauf ihr beim Shoppen achten müsst. Nach dem Spitzentop soll es in Hack Nummer 5 wirklich ums klassische Layering gehen. Was kann ich übereinander tragen, damit es warm ist und trotzdem stylisch aussieht? Und hier sehe ich immer, immer häufiger auf Instagram und Pinterest die Kombination von einem Rollneck, also von einem Oberteil mit einem Stehkragen, mit einem Turtleneck oder eben wirklich mit einem Rollkragen.
und dann darüber zum Beispiel ein lässigerer Hoodie. Und so ein Langarm-Shirt mit einem Rollkragen in der Farbe, die ihr liebt, kann ich euch als Winterbasic nur empfehlen. Ich habe einen in Schwarz, den habt ihr auch in meinem Dark & Light Academia Video gesehen. Ich liebe den über alles, weil den kannst du zu allem anziehen. Hack Nummer 6 habt ihr bestimmt schon 1000 Mal gesehen, aber ich will ihn euch so ein kleines bisschen anders zeigen, denn ich habe eine sehr, sehr schöne Variante gefunden, die euch den Gürtel erspart. Und sicherlich habt ihr das schon super häufig gesehen, dass man einfach sehr, sehr weite Pullover, sehr, sehr lange Pullover, Oversized Pullover zum Beispiel einfach croppen kann, indem man zum Beispiel einen Gürtel sich um die Taille macht und dann den Pullover quasi von unten reinsteckt. Aber ehrlich gesagt, so einen Gürtel unter der Kleidung zu tragen, finde ich irgendwie nicht so angenehm. Aber das Schöne ist, du kannst das zum Beispiel auch einfach mit einem Bustier machen, indem du das einfach drüber ziehst oder halt wirklich das als Unterwäsche trägst und dort reinsteckst. Wenn der Bund fest genug hält, dann funktioniert das auch ganz genauso gut und du musst dir eben nicht so einen Gürtel drunter ziehen. Ein kleiner Tipp, falls eure Hemden immer nicht so gut unter den Pullovern zur Geltung kommen oder immer so ein bisschen verknittert aussehen, tragt über dem Hemd noch einen Top oder zum Beispiel ein Bustier, dann hat das so einen gewissen Halt und wenn ihr dann den Pullover drüber zieht, dann rutscht das nicht so hin und her. Und last but not least, Hack Nummer 7 ist, pimpel deine Pullover auf. Gerade wenn du sagst, ich habe vielleicht zu viele Basics im Schrank, es ist einfach so ein bisschen langweilig und du hast Lust, das einfach selber zu gestalten, dann gibt es richtig, richtig tolle Sachen, was man machen kann. Man kann selber Strasssteine kleben, man kann Spitze aufbügeln. Alles dazu habe ich dir auch nochmal in einem Video von mir verlinkt, unten in der Videobeschreibung. Und hier habe ich dir wie versprochen das Video verlinkt zu den Wohlfühlstyles und auch nochmal, wie man Longsleeves spannend kombiniert. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich verabschiede mich für dieses Jahr. Wir sehen uns direkt im neuen Jahr mit einem neuen Video wieder, also in 2 Wochen. Habt ein wundervolles Weihnachtsfest und ich wünsche euch alles Gute und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dahin, ciao!